Ja, der G20-Gipfel in Hamburg hat die Welt der Lösung der dringendsten Probleme, Hunger, Krieg, Fluchtbewegungen, ungerechter Welthandel, keinen Schritt vorangebracht. Das war im Übrigen auch nicht zu erwarten. In Hamburg versammeln sich schließlich die größten Waffenexporteure der Welt, zum Teil auch Despoten, die Freiheit und Demokratie mit Füßen treten, oder Länder wie Saudi-Arabien, die gegen den Jemen einen schmutzigen Krieg führen, oder Wirtschaftsmächte, die mit ungerechten Welthandel, mit Ausbeutung von Rohstoffen oder Landgräbing viele Länder in das wirtschaftliche Desaster stürzen und mitverantwortlich sind, dass Millionen Menschen vor Armut und Hunger fliehen müssen. Dass US-Präsident Donald Trump völlig ungeschoren davon kam mit seiner Abkehr vom Klimaabkommen, ist ein Fiasko. Es hilft dem Klima nichts, wenn der größte Klimaverschmutzer der Welt sich praktisch aus dem Pariser Abkommen verabschieden kann und das auch noch völlig ungeschoren geschehen kann. Ohnehin ist das Bekenntnis zu Paris wenig wert, wenn die Staaten, darunter leider auch Deutschland, die selbst gesteckten Klimaziele gar nicht erreichen. Auch sonst atmet das Abschlussdokument den Geist des gemeinsamen kleinsten Nenners aus. Alles, was dort drin steht, war auch schon vorher bekannt und vermutlich hätten sich Trump und Putin auch außerhalb des G20-Gipfels ohne Probleme treffen können. Sie haben ihn dazu nicht gebraucht. Es wurde ein ungeheurer Aufwand betrieben, praktisch für nichts. Zwar dämmert den G20-Regierungschefs, dass die sozialen Probleme der Welt und die soziale Ungleichheit angegangen werden kann oder angegangen werden muss und es nicht so weitergehen kann, aber das Dokument enthält keinen einzigen Vorschlag, wie das denn tatsächlich geschehen soll. Das ganze Gipfelformat ist überholt. Die Kluft zwischen Arm und Reich, Repression gegen die Zivilgesellschaft und Kriege sowie die Zerstörung natürlicher Ressourcen haben von Gipfel zu Gipfel immer mehr zugenommen. Die Regierenden, und das ist die zentrale Ursache dieses Problems, verfolgen eher die Interessen großer Konzerne als die Interessen der Millionen und Milliarden Menschen der Weltbevölkerung. Die G20 ist im Übrigen eine undemokratische Veranstaltung. Sie können nicht einfach über die 180 restlichen Staaten entscheiden, obwohl sie immer wieder diesen Eindruck erwecken. Man sollte den nächsten Gipfel im Übrigen heute schon ablassen und sich stattdessen auf eine UN-Globalisierungskonferenz verständigen, bei der alle Staaten miteinander beraten, wie man soziale Wohlfahrt für alle organisieren kann. Die Millionenkosten für den Gipfel haben definitiv nichts gebracht. Was immer sich die Kanzlerin und der erste Bürgermeister von Hamburg davon versprochen haben, diese Veranstaltung nach Hamburg zu holen, es hat sich als töricht erwiesen. Zahlreiche Beobachter bemängeln völlig zu Recht, dass rechtsstaatliche Grundsätze als optional behandelt wurden, und zwar just zu dem Zeitpunkt, als Diktatoren und Autokraten in der Stadt hofiert wurden, wie man das ja auch bei Spiegel Online nachlesen konnte. Das und wie der G20-Gipfel in Hamburg vor dem breiten zivilgesellschaftlichen Protest von den deutschen Behörden eingebunkert wurde, spricht Bände. Die massive Einschränkung demokratischer Grundrechte für die Bürger und Bürgerinnen in der Hansestadt haben die Stadt lahmgelegt. Es ist meines Erachtens nicht verständlich, dass 38 Quadratkilometer zum rechtsfreien Raum erklärt wurden. Zehntausende haben trotzdem friedlich in Hamburg demonstriert, bunt und kreativ. Die Großdemonstration, die am Samstag unter anderem von dem linken Bundestagsabgeordneten Jan von Arkem angemeldet worden war, das war das Gesicht des Protestes.
Im Übrigen muss man auch darauf hinweisen, dass linke Abgeordnete aus Bund und Land dort anwesend waren und die ganzen Tage in Hamburg um Deeskalation bemüht waren. Leider waren sie fast die einzigen Abgeordneten, die das taten. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass dem Anliegen der friedlichen Proteste die gewalttätigen Kräfte einen Bärendienst erwiesen haben. Um es klar zu sagen, wer Autos anzündet, Supermärkte plündert und Polizisten mit Steinen bewirft, drückt keinen Protest aus, sondern begeht Straftaten. Das hat mit linker Politik nichts zu tun, auch im Übrigen nichts mit linkem Widerstand, der durchaus auch Sitzblockaden mit einschließen kann. Verantwortlich für diese Taten sind natürlich die Täter. Sie müssen ermittelt und rechtsstaatlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Geschädigten müssen unbürokratisch entschädigt werden. Aber es ist nicht einfach so, dass sich der erste Bürgermeister, die rot-grüne Regierung in Hamburg, aus der Verantwortung stehlen kann und damit davonkommen darf, dass sie sagen, wir haben alles richtig gemacht, schuldig sind alle anderen. Kritik an dem eigenen Vorgehen ist verboten. Das hat meines Erachtens nur den Zweck, vom eigenen Versagen abzulenken. Deshalb ist auch das Hinterfragen der Strategie der Polizeiführung und der politisch Verantwortlichen mitnichten eine Rechtfertigung der Gewalttätigkeiten oder der Krawalle, sondern schlichte Notwendigkeit. Ich finde, Heribert Brandl hat das auf süddeutsche.de gut auf den Punkt gebracht und ich will ihn durchaus hier auf dieser Pressekonferenz zitieren. Er hat gesagt, zu einem Gipfel gehört auch der friedliche Protest. Er gehört so geschützt und so geachtet wie die Sicherheit der Staatschefs. Zu diesem Zweck hat die Polizei in den vergangenen Jahrzehnten kluge Deeskalationsstrategien entwickelt. Das meint keinen Schmusekurs mit Gewalttätern, sondern einen intelligenten und präventiven Einsatz polizeilicher Stärke. Deeskalation ist die Lehre aus Brockdorf, Waggersdorf, Stadtbahn West und diversen Chaostagen. Die Hamburger Polizei hat diese Lehren weggeschoben. Sie hat die Demonstranten in Toto als Gegner betrachtet, die man wegschieben muss, so wie sie auch die versammlungsrechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes weggeschoben hat. Die Hamburger Polizei, gemeint ist die politische Führung und Einsatzleitung, nicht die 20.000 Einsatzkräfte, hat schon im Vorfeld allein auf paramilitärische Taktiken gesetzt. Das war, das ist so von gestern wie die Politik von Herrn Trump. Die Polizei hat zwei Aufgaben bei solchen Großereignissen, nämlich erstens die Menschen vor Gewalt zu schützen und zweitens das Demonstrationsrecht zu schützen. Beide Aufgaben wurden, glaube ich, nicht befriedigend erledigt. Es ist deshalb ganz gut und auch richtig so, wenn die Linksfraktion in der hamburgerischen Bürgerschaft eine gründliche und detaillierte Aufklärung all der Ereignisse in einem Untersuchungsausschuss fordert. Denn wir sind uns alle einig, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Damit dies gelingt, hilft es nicht, nur mit Schaum vor dem Mund wieder härtere Gesetze zu fordern oder den islamischen Kopfabterrorismus zu beschönigen, indem man ihn mit den Gewalttätern von Hamburg auf eine Stufe stellt. Ganz kurz noch zur Türkei. Ich möchte betonen, dass es wirklich ein herausragendes Ereignis ist, dass Hunderttausende von Menschen sich an einem Demonstrationszug oder in einem längeren Marsch durch die halbe Türkei auf Istanbul beteiligen und ihren Protest gegen Erdogan zum Ausdruck bringen. Wir unterstützen diese Proteste ausdrücklich, freuen uns auch, dass unsere Partnerpartei, die HDP, sich diesen Protesten angeschlossen hat. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, Erdogan war ja auch auf dem Gipfel, dass immer noch zigtausende politische Genossinnen und Genossen von uns in den Gefängnissen harren.
dass immer noch viele Journalisten eingesperrt werden, dass immer noch große Willkür herrscht und dies zum Teil auch zunimmt. Und wir fordern an dieser Stelle ausdrücklich die Freilassung der politischen Gefangenen. Und es hätte der Bundesregierung im Übrigen gut angestanden, auch in diesem Zusammenhang des G20-Gipfels auf die Missachtung der Menschenrechte in der Türkei hinzuweisen. Am 6.9. beginnt der Prozess gegen Selahattin Demirtas, den Co-Vorsitzenden der HDP. Ich glaube, er hat es verdient, dass die öffentliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Er ist völlig grundlos angeklagt mit dem durchschaubaren Versuch, die Opposition in der Türkei lahmzulegen. Vielen Dank. Ich glaube, er sollte erfolgreich vorgehen. Dazu braucht man jetzt nicht noch härtere Gesetze oder härtere Maßnahmen oder erneut quasi eine weitere Datei. Ich glaube, die Polizeistrategien, wie man damit umgehen, sind längst erprobt. Das zeigt auch im Übrigen die Diskussion unter den liberalen Teilen der Parteiführung und der Experten. Man kann erfolgreiche Deeskalationsstrategien einüben und auch planen. Ich finde, Hamburg ist genau ein Beispiel dafür, dass man es nicht so machen darf, wie Hamas das jetzt erfordert, sondern Hamburg ist ein gutes Beispiel dafür, wie kritisch mit dieser Art von Polizeistrategie umgegangen werden muss. Finde das sehr absurd, wie mit den Äußerungen von Frau Kipping umgegangen wird. Frau Kipping hat ihre Äußerungen gemacht im Zusammenhang mit dem Camp. Es gab hier ein klares Rechtsurteil, dass dieses Camp stattfinden kann und dass die Demonstranten auch übernachten können. Die Polizei hat das missachtet. Ja. Und es gibt natürlich auch von ihren Blättern und von ihren Organen beschrieben sehr viele Übergriffe der Polizei, die Rechtsstaatlichkeit vermissen lassen. Ich finde, es ist völlig korrekt, wenn eine Politikerin dieses Vorgehen kritisiert. Es ist eher verwunderlich, dass es so ausschließlich von den Linken gemacht wird. Ich hätte auch erwartet, dass andere liberale Politiker dazu eine klare Äußerung ausdrücken. Dass man jetzt Frau Kippings Zitat dann in den Zusammenhang stellt, dieser Vorkommnisse in der Nacht von Freitag auf Samstag, wo ja tatsächlich ein halbes Viertel verwüstet wurde, und auch völlig unentschuldbare Vorkommnisse passiert sind, ist auch ungerecht. Sie hat diese Äußerung vorher gemacht und hat sich danach eindeutig von diesen Gewalttätigkeiten in der Nacht distanziert. Es gibt überhaupt keine linken Politiker, die diese Gewaltorgien in irgendeiner Form rechtfertigen. Nein, die Linke hat einfach mit dem Linksextremismus, oder ich meine, der Begriff ist auch ein bisschen falsch, ja, hat mit dem gar nichts zu tun. Also ich meine, die einzige Demonstration, die Linke angemeldet hat, war die Großdemonstration mit 80.000, die völlig friedlich abgelaufen ist. Die Linke hat im Vorfeld sehr viel dafür getan, dass deeskaliert wird. Wir halten auch gar nichts davon, von solchen Methoden, aber was die Linke nicht mitmacht, ist, dass diese Vorkommnisse benutzt werden, um die Gesetze unsinnigerweise weiter zu verschärfen oder eine Politik zu machen, die in erster Linie auf Eskalation setzt, die nachweislich gescheitert ist. Und ich glaube, dass es für die Liberalität in einer Demokratie unbedingt notwendig ist, diese Reflexe, die wir ja jetzt aus allen Dingen kennen der letzten Monate und die auch, ehrlich gesagt, billiges Wahlkampfmanöver sind. Man suggeriert
innere Sicherheit, meint damit aber im Kern eine Verschärfung der Gesetze und einen Abbau der Demokratie. Und das wird die Linke definitiv nicht mitmachen.